Willkommen zurück zu einer weiteren verstrahlten Endzeitfolge Pacific Drive. Freut mich, dass du da draußen wieder reindrivest und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Es geht natürlich weiter und wenn ihr da draußen mich ein wenig supporten wollt, bewerten und kommentieren. Super wichtig. Super, super mega wichtig. Well, looks like you're near one of the old Guerrilla radio stations. That ought to be prime pickings for antenna parts. I've loaded its approximate location to your map. Look for an antenna tower up on a hill somewhere. Yikes, die Dinger machen richtig Aua, ne, wenn die dich treffen. Was ist das hier? Eine Barriere? Lokalisiere den Radiosender. So, hier bediene ich mich auf jeden Fall mal. Dann erstmal hier zum Kofferraum. Ich muss meine große Ration spachteln. So. Die fege ich mir mal rein. Ganzes Care-Paket. Ich glaube aber, sonst habe ich alles, was irgendwie für mich interessant ist. Diese Shirts sind, by the way, Stopp. Gut. Oh, ich habe gedacht, das Care-Paket heilt ein bisschen mehr. Was der nicht alles kann, ne? Er lenkt mit den Knien. Was steht denn da vorne? Gas, Overlook und Camping. Ist das hier drüben? Container? Eine Mauer? Wo ist denn das Radio? Irgendwo hier oben. Wir haben also noch einen weiten Weg vor uns. Aber so weit, so gut. Was zum Geier ist das denn für ein Ding? Entführer? Ey, wo, der entführt doch nicht mein Auto, oder? Moment, Aliens? Jetzt muss aber alles schnell gehen. Ich habe ein bisschen Schiss vor dem Entführer da draußen. Der Verschrotter ist beinahe selbst verschrottet. Der hält leider nicht mehr sonderlich viel aus. Mitnehmen, was geht. Der entführt jetzt aber nicht mein Auto. Laborcomputer. Dankeschön. Okay, mehr kann ich hier nicht rausholen. Taschenlampe wäre super, aber wir haben keine. Ich muss mal gucken, ob ich eine herstellen kann. Oh, das kann man alles looten. Uff. Umwandler. Ach, da kann ich... Ach, das ist ja cool. Geht nicht. Was kann ich denn hier umwandeln? Warnung kann hier nicht angelegt werden. Wo ist jetzt dieser Entführer? Zugegebenermaßen... Oh, der ist da vorne. Da ist noch einer. Es gibt mehrere. Geil, Mann. Absolut geil. Ich hoffe, die Dinger sind dämlich. Denn ich wette, der entführt meine ganze Karre. Der ist ganz schön groß. Stopp, 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 stopp. Will er mich sehen? Alright, let's go. Boah, nix wie weg hier. Benzin.
Habe ich auch nicht vergessen, dass ich das da hinten rauspumpen muss. So, die nächste Station. Hey! Ich frage mich, ob man so einen Entführer zerstören kann. So, wir wollten uns angucken, ob wir eine Taschenlampe bauen können. Starthilfe, Brecheisen, Verschrotter, Zahnrad, Vergasermotor, primitive Scheinwerfer, Starthilfe. Ah, Mist, eine Taschenlampe wäre super. Hier wird es nämlich ganz schön dunkel. Mach die mal auf die 3. Das Ding ist so gut wie kaputt. Kann man sowas reparieren? Startkapazität für Schrotter. Material verschieben, neu ordnen. Aber reparieren geht nicht, oder? Ich habe schon mal 9. Eigentlich könntest du das Ding auch easy mit dem Verschrotter aufmachen. Weil hier drin ist halt super dark. Aber trotzdem, man kann nie genügend Loot haben. Oh, geil, der nimmt direkt den nächsten in die Hand. Das ist natürlich lässig, ne? Jo, der ist lässig, hey. Konserven, die man nicht mitnehmen kann. Komm schon, hier muss noch irgendwas sein. Give it to me, baby. Alright. Höre ich hier draußen immer noch so einen Entführer? Oder was sind das für Geräusche in der Ferne? Die mir echt Sorgen machen. So, wir dürfen nicht vergessen, wir müssen vielleicht auch mal ein bisschen Sprit kapern. Eieieiei. Hier gibt mir einen mit. Oh Gott, da ist auch noch ein Entführer. Noch ein Entführer. Die Frage ist nur, wie kann man so einen Entführer vernichten? Ich habe schon mal mein Spritproblem gelöst. Boah, du kommst jetzt aber nicht hierher, oder? Angenehm. Plastik. Ich habe echt viel Loot. Aber ich denke mal, die Sachen werden auch viel, viel teurer später. Was war das für ein Geräusch? Mein Auto wird aber nicht zerbombt da draußen. Oh Gott, was sind das hier für Menschen, die da rumstehen? Ich würde gern dahin, wo der Entführer rumrennt. Ich traue mich aber irgendwie auch nicht. Ich muss mir erstmal seine Route angucken. Und diese Hütte rein. Ich denke mal, er kann nur das entführen, was in seinem Lichtkegel da unten drin hängt. Ich habe mein Leben riskiert für eine Gummiente. Wow! Telefon, rette mich!
Okay, wir sind ziemlich voll. Oh mein Gott. Diese komischen Elektrostationen, die ballern halt auch nochmal böse rein. Big Dance. Tja, Big Dan. Meine Reise geht weiter. Tankt habe ich nämlich kräftig. Ey, ich fahre hier durch die Walachei. Oh, nein, 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 nein. Das war nicht gut. Ich habe mein Auto damit eben gerade ganz schön beschädigt. That radio station's up on a hill somewhere. Eyes to the horizon. Ja, Moment, ich muss gerade gucken, wie der hier seine Runde macht. Let's go! Reparieren tue ich später. So. Irgendwo da oben auf dem Hügel. Die Radiostation. Bams. Solange es den Reifen gut geht. Vorsicht. Steht auf der Anzeige. Solange es den Reifen gut geht, kriegen wir das irgendwie hin. Hier sind eh noch jede Menge Ersatzteile und so Materialien, die ich verschustern kann, wenn es ganz, ganz böse kommt. Oh, Licht aus, wir müssen auch ein bisschen Saft sparen. Ich höre die ganze Zeit mit Licht rum. Also Motor laufen lassen scheint jetzt nicht so wirklich das krasse Benzinproblem zu sein. Da sind wir. Was ist das hier? Time to get moving. The instability's ticking up by the second. But you can't get back the way you came. The instability makes all routes one way. And that's where my arc device comes into play. It'll get you back to the garage, but it needs to be charged first. And to do that, you'll need anchors. Take a look at the arc device display. It maps all anchors in the nearby area. Find an anchor and feed it to the arc device to charge it. But don't you worry your pretty little head about how it works. You'll be out of here soon, so there's no reason to learn more about limb technology than you need to know. Ich sollte nicht mehr wissen. Okay. Man hält mich also dumm. Was sind das schon wieder für Geräusche? Ich finde die Geräuschkulisse extremst bedrohlich irgendwie. Verwende die ARC-Gerätekarte, um einen Ankerplatz zu finden und anzufahren. Was ist der Ankerplatz? Das Gelbe da? Stopp! Ist das ein Ankerplatz? I don't know. Muss auf jeden Fall wenden. Komm ich hier gut rum? Ja, passt. Kleiner Test. Was? Radio ist tot. Gut. Oh, jetzt erstmal wieder hier raus. Ich weiß halt nicht, ob diese gelben Dinger alle Ankerpunkte sind. Das werden wir jetzt gemeinsam rausfinden, weil ich habe keine Ahnung. Wir müssen erstmal dahin, wo wir reingefahren sind und dann wahrscheinlich rechts hart rein die Straße verfolgen. Komme ich überhaupt durch? So aus, oder? Naja, mit viel Fantasie probieren wir es.
glaube, ich würde eher die Seite hier nehmen. Probieren wir es einfach mal. Ja, funktioniert. So, da ist irgendwas Riesiges. Ach du Heilige. Ist das ein Ankerpunkt? Ist auf jeden Fall der größte. Ich steig mal aus und schau mir das an. Ja. Those anchors may look like glowing balls of magic, but it's Limtech through and through. Don't be scared. Wait. In anyone's face recently. Das Ding aufheben, hier öffnen und da reinpacken. Warum ist meine Tür abgefallen? The arc device is charged and ready. You'll use it to open a gateway back to the garage. Muss das so sein? Immediately collapse the stability about you. So only activate when you're absolutely ready. Ich glaube, ich gehe hier drauf. You do not want to get caught in the storm that follows. Wo soll ich jetzt hin? Was geschieht hier? Verdammt noch eins! Oh. Ich lieg auf dem Kopf. What the heck? Was war das? Wo ist mein Auto? Hier drüben. Fahrzeug wird teleportiert. Alright. Uns geht's nicht gut, Alter. Uns geht's nicht gut. Ich hatte ja keine Ahnung, dass es so eine Höllentour wird. Wow, der. Hey! Uns geht's echt nicht gut. Da hinten ist irgendwo der Ankerpunkt. Fahr in das Portal. Komm schon, Baby, lass mich jetzt hier nicht hängen. Niemand hat mich darauf vorbereitet. Ach, du Heilige, der hängt an mir dran, glaube ich. Oh Gott, ich glaube, wir schaffen's. Wir schaffen's. Wow. Irre. Uff, ich bin komplett Schrott. Instabil, ja. Oh, well. You're alive. For certain if the zone didn't get you, that gateway would. Did I not mention that you're the first human I've sent through that thing? I mean, there have been rodents, but it's not like it's completely untested. But anyway, it worked. So, you should have made it back with everything you collected out there. That's the beauty of the gateway. It's the only way to get back with all your marbles intact. Now, take those parts you found into the back room. I'll let you use my fabrication station. For now. That station will concoct ways for you to rig up anything from roof racks to flare guns. Assembling an antenna with those parts you brought back should be easy as pie. But it requires anchor juice to work its magic, so bring back as many as you can. And just because I haven't used that garage in decades doesn't mean you can trash the place. Mess up my equipment and I'll throw you to the anomaly so quick you'll get whiplash. We clear? Guck dir mein Auto an. Guck dir meine Karre an, Alter. Ich muss erstmal mein Auto reparieren. Das war ein echt kranker Trip. Boah, die Reparaturkits, die gehen aber ganz schön in die Material. Ich habe meinen Scheinwerfer verloren. Sauber. Ich habe eine Tür verloren. Toll.
Scheibe ist zerbrochen. Das kriege ich anscheinend mit der Paste gar nicht hin, oder? Abdichtkit brauche ich dafür. Stoßstange ist auch weg. Aber der Reifen war fast durch. Abdichtkit. So, jetzt schauen wir erstmal, was hier los ist. Impulshammer. Hello, Sunshine. Die Fertigungsmaschine. Bestätigen. So, wohin damit? Auf dem Dach. Wie komme ich aufs Dach? Wahrscheinlich hier drüben über die Rampe. Also upgraden wir hier alles. Geil, Mann. Wow! Signals coming through loud and clear. Give it a moment to initialize. So, hol die Handbremse aus dem Lagerschrank im hinteren Zimmer. Ach, hier. Das Ding ist ja riesig. Schon gewundert, wir haben nämlich keine Handbremse, ne? Okay, Handbremse montieren. Make sure to empty your trunk before heading back out. You'll need the space. Moment, das ist mein. What? Moment, hat er das jetzt alles da rausgesetzt? What? And we're patched. Everything's in working shape, more or less. I've hooked up the antenna to the route planner. Give it a look after you're done peeping through my garage. Ich habe eine Tür bekommen. Ich auch immer hier ein bisschen First Aid. Bin auf jeden Fall geheilt. Repariere das Auto, fülle den Tank, nutze den Transportkoffer, um gesammelte Materialien auszuladen. Wow, was hat sie mir denn hier alles entgegengeworfen? Warte mal jetzt. Alright. Wohin mit dem Koffer dann? Das Spiel ist ja echt richtig, richtig raffiniert. So. Bleibt jetzt einfach hier. Kann ich eine Stoßstange bauen? Primitive Stoßstange. Ja, lass mal hier so einen Scheinwerfer noch herstellen. Wo habe ich den jetzt? Habe ich den jetzt im Inventar? Inventory. So. Was fehlt da hinten? Eine Stoßstange. Eine Heckstoßstange. Kann ich eine Heckstoßstange herstellen? Stoßstange. Benzin, Scheinwerfer, Ersatzreifen, Vergasermotor, Zahnräder. Okay, wie es scheint, kann ich sowas noch nicht herstellen. Fehler. Ach, das sind die ganzen Upgrades. Oh mein Gott, hier gibt es auch noch einen Haufen Auto.
Upgrades. Stoßstange Stahl. Boah, Stahlplatte, Stahltür. Ach, look at this, my friend. Handstaubsauger. Die Funktionsweise dieses Geräts beruht zum Großteil auf dem Grundprinzip eines Haushaltsstaubsaugers. Sämtliche Sicherheitsanforderungen wurden jedoch ignoriert. Dieses Gerät ermöglicht das schnelle Aufsammeln von fast allen festen oder halbfesten Substanzen. Es wird versucht, alles aufzusaugen, was klein ist und auf das es gerichtet ist. Was ist das denn hier? Ankerradar. Impulshammer. Magnethammer. Schweißbrenner. Taschenlampe wäre halt super. Befreier. Was ist hier? Eine Fackel. Ist die Fackel die Taschenlampe? Okay, die Fackel ist die Taschenlampe. Eine wiederverwendbare Fackel. Das ist eine Taschenlampe, will ich haben. Nice. Kann ich die herstellen? Herstellen. Nice. Auf die 4 bitte. Ja, top. So. Plattentüren und Stoßstangen reparieren. Reifen im guten Zustand. Wie geht's denn meinen Reifen? Wie geht's meinen Reifen? Was ist mit dem denn? Mechaniker-Kit. Starthilfe und Fackel soll ich mir mitnehmen. Ich habe hier noch Reparaturkram. Mechaniker-Kit herstellen. Ja, die paar Risse da, die können wir doch lassen, oder? So, bitteschön. Mal das hier noch, dann gehen wir nochmal, pinseln wir nochmal drüber. So, das sieht alles gut aus. Gut, 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 gut. So. Füll den Tank, der war doch randvoll. Der kann der jetzt nicht gefüllt sein. Habe ich doch gefüllt. Was hat denn hier wieder jetzt Sprit abverlangt? Sollen wir da reinmachen. So. Sieht gut aus. Wo ist jetzt meine Handbremse? Finde einen Weg in die Stadt. Ah, Moment. Moment. Ready to make this remnant verification a one and done thing? I'm sending you to visit Colossal Cappy. If that old anomaly doesn't induce electromagnetic resonance in your car, then we're free from Tobias's fever dreams and we can get you out of here. With that antenna fixed, you can now detect stabilized road junctions in the outer zone. You've got a stable route heading straight to Cappy's front door, but the energy readings are off the roof. I advise you not to take the zone lightly. You better gear up, or you may not survive the trip. Which would make my life easier, so. Your call. Okay, das ist auf jeden Fall Nebenstraße niedrig. Niedrig. Ja, ich finde unterwegs alles, was ich brauche. Kann das ja alles im Wagen herstellen. Bin Teufelskerl, Lady. Ich bin absoluter Teufelskerl. Fahrzeugfähigkeiten. Entfernen. Die Handbremse oder was? Ist das eine Fähigkeit? Ändern. Ah. Okay, das ist eine Fahrzeugfähigkeit. Bremsen. Mit der Handbremse. Das heißt, wir können auch driften? Na gut. Ach, wir müssen erst hier hinreisen, bevor wir... Oh, verstehe. Muss einen Zwischenstopp machen. Man muss einen Zwischenstopp machen, ich verstehe.
So, hier machen wir aber auch einen Break und sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bewerten, kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.